Wow. Was gibt's denn da zu wauen? Die Raumsonde Voyager 2 hat wirklich tolle Fotos vom Neptun gemacht. Wow, die muss ich sehen. Das sieht ja noch schlimmer aus als auf dem Mellmark. Sag bloß. Na, das ist das letzte Mal, dass ich ein Grundstück kaufe, ohne es vorher gesehen zu haben. Ja, auch für Außerirdische gilt, durch Erfahrung wird man klug. Mit einem ergebenen Seufzer schiebt Alf das wissenschaftliche Magazin über den Küchentisch zurück zu Willy. Dann greift er wieder zu seiner Cola-Dose. Kannst du dich nicht irgendwie anders beschäftigen? Ach, dabei laufe ich doch gerade zu meiner Höchstform auf. Oh nein! Was ist, Schatz? Wir haben schon wieder eine Einladung zum Abendessen bekommen. Ist ja wirklich langsam peinlich. Und wir mögen die Andersons auch noch. Ja. War es eine Einladung zum Essen? Da komme ich mit. Ich schmeiß mich in einen von Kates billigen Fummeln. Das merken die nie. Ich finde es schrecklich, dass wir dauernd von unseren Bekannten eingeladen werden und uns nie revanchieren können. Tja, wenn du hier ab und zu mal den Besen schwingen würdest, bräuchtest du dich nicht zu genieren, die Leute reinzulassen. Erinnerst du dich noch, dass wir einmal andere Menschen besucht, wunderschöne Abende verbracht haben und sagen konnten, nächste Woche kommt ihr zu uns, was dann auch immer geklappt hat? Wie naiv zu glauben, kein Außerirdischer käme je bei uns reingeschneit und könnte unser Leben auf den Kopf stellen. Tja, wie das Leben so spielt. Ach, was soll's, Kate? Geben wir doch einfach eine Party. Ich weiß nicht, Willy. Was machen wir mit, du weißt mit wem? Mit Brian? Null Problemo. Ich werde mit ihm reden. Alf hat anscheinend nicht ganz begriffen, was Kate meinte. Oder wollte er nicht? Kurz und gut, wenig später sitzen die Tenners im Wohnzimmer. Ihnen gegenüber ein Vertreter vom Partyservice. Silbergrauer Nadelstreifen, fliederfarbenes Hemd, dazu passend Krawatte und Einstecktuch. Sehr gepflegt und sehr sensibel. Bevor wir über den Menüplan reden, müssen wir erst ein Motto für unsere Party finden. Woran haben Sie gedacht? Nun ja, hätten Sie denn einen Vorschlag, Mr. Savage? Tja, mal sehen. Es handelt sich offenbar um eine lästige Pflicht, habe ich recht? Sie haben nicht wirklich Lust, kommen aber nicht drumherum, habe ich recht? Nun, ja, aber das können wir ja schlecht als Motto nehmen, oder? Zur Not geht alles, habe ich recht? Hallo? Macht ein Hawaii-Fest. Alf, wo bist du? Ich bin in der Küche. Hast du gewusst, dass es ganz einfach ist, bei sich selber anzurufen? Ist doch irre, was? Also, was willst du? Sei schlau, Weilei. Denk an Hawaii. Entschuldigung, falsch verbunden. Übrigens, ich frage aus reiner Neugier. Was hältst du von einem Hawaii-Fest? Glänzender Einfall, habe ich recht? Ach ja, meinen Sie wirklich? Ja, sicher. Hawaii-Feste sind billig. Wir brauchen nur eine Unmenge von Ananas, Tiki-Fackeln, Donho-Musik. Und wenn Sie sich ein bisschen einschränken, kommen Sie mit einem einzigen Schwein aus. Ja? Zwei Schweine. Was war denn? Nichts. Schon wieder falsch verbunden. Sowas ist wie eine Seuche. Mir ist nur gerade was durch den Kopf gegangen. Ich glaube kaum, dass ein Schwein reichen wird. Das hängt ganz vom Schwein ab, habe ich recht? Tja, was hältst du von deiner Idee? Also, ich finde sie prima. Ich finde es auch gut, Mr. Savage. Wir entscheiden uns für das Hawaii-Fest. Gratuliere. Überlassen Sie alles mir. Nächsten Samstag um diese Zeit werden Sie glauben, Sie wären gestorben und auferstanden auf Hawaii. Aloha. 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 Ich sag euch, heute hauen wir auf die Pauke und wir tanzen auf den Tischen, schlürfen Schmieröl zum Erfrischen. Ich möchte dir schon im Voraus für deine Unterstützung danken, wenn wir unsere Party geben. Klar, was soll ich für euch tun? Wegbleiben. Ich glaube, Mutter Teresa hatte ganz recht, als sie mal sagte, du kratzt meinen Rücken und ich kratze deinen Rücken. Frei übersetzt heißt das so viel wie... Ich weiß, was das heißt. Er ist unvermeidlich und wird uns das ganze Fest verderben. Aber das liegt doch ganz an euch. Ich werde mich freiwillig auf den Dachboden zurückziehen, unter den folgenden Bedingungen, die ihr sicherlich unter Freudentränen akzeptiert. Erstens, ich verlange eine Verlängerung meines Village Voice Abonnements. Das können wir tun. Zweitens, ich verlange die sofortige Schließung des Ozonlochs. Alf, das schaffen wir nicht bis Samstag. Meinetwegen, in diesem Punkt bin ich kompromissbereit.
Drittens, ich darf alle Reste wegmöbeln, und zwar einschließlich des gesamten Mülleimerinhalts. In diesem dritten Punkt kann es aber keine Kompromisse geben. Alf, kannst du nicht ein einziges Mal etwas tun, nur um uns damit einfach einen Gefallen zu tun? Ich glaube, ich lache mich tot. Also, mach dir jetzt mit? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du versprichst, dich während der Party still auf den Dachboden zu verziehen, dann kannst du dir 2 Stunden den Bauch vollschlagen und im Mülleimer wühlen. Du bist ein guter, fairer, aufrechter Mann. Schütteln wir uns die Hände. Das habe ich mal in der Serie Webster gesehen. Ich habe mich totgelacht. Was daran so komisch ist, wollt ihr wissen? Alf hat seine eigene Hand geschüttelt. Und Willy zieht seine mit Eisesmiene zurück. Aber wenn Blicke töten könnten. Am nächsten Tag in Willys Büro. Hallo Willy. Haben Sie am Wochenende irgendwas vor? Nein, eigentlich nicht. Nein, Dolores, fragen Sie aus einem bestimmten Grund? Nein. Ach, übrigens hat der Partyservice angerufen. Er meinte, für die große Fete sei alles klar. Tja, dann noch viel Vergnügen. Ach, das hätte ich fast vergessen. Kate und ich geben eine kleine Feier für Leute, denen wir verpflichtet sind. Ach, so ist das. Und hab ich Sie damals nicht heimgefahren und Cola und Cracker spendiert? Dass ich daran nicht mehr gedacht habe. Sie geben eine Party? Sie laden doch nie jemanden zu sich ein. Soll das vielleicht ein Scherz sein? Das habe ich zuerst auch gedacht. Wie ich Dolores schon erzählt habe, machen wir eine Party, damit wir uns endlich einmal bei den Leuten revanchieren können, die uns eingeladen haben. Ach, Sie meinen eine Party wie zu Ihrem Geburtstag mit der Riesenrumtochter, für die wir alle gesammelt haben. Die Torte war schon toll. Also gut, ihr alle seid eingeladen. Wollen Sie wirklich, dass wir zu Ihnen kommen? Oder haben Sie jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen? Spielt das eine Rolle? Für mich nicht. Habt ihr schon das Neueste gehört? Willy gibt eine Party und wir sind alle eingeladen. Was? Das gibt's doch. Ach, Willy, was soll daraus werden? Das Ereignis rückt unbarmherzig näher. Der Partyservice hat Haus und Garten fest im Griff. Endlich ist der Samstag da und die Fete scheint ein voller Erfolg zu werden. Nur Kate blickt besorgt zum Himmel. Lenny, diese Wolken gefallen mir überhaupt nicht. Mann, nur die Ruhe. Sie haben eine klare Nacht vorausgesagt. Stell dir vor, jetzt können die Leute wirklich sagen, dass sie bei uns zu Hause gewesen sind. Wie einfach es ist doch geworden, uns zu begeistern. Nur einer leidet. Sehnsüchtig steht Alf am offenen Dachbodenfenster, während Brian hinter ihm auf dem alten Sofa liegt und Comics liest. Oh, dieser Schweineduft macht mich noch ganz wahnsinnig. Also mir wird schon vorher schlecht. Gut, dann geh runter und erzähl das den Gästen. Mami hat schon gesagt, dass du heute Abend durchdrehen würdest. Hat der Rausch des Schweineduftes was mit Durchdrehen zu tun? Sieh nur mal, wie die Geier da unten mein Schwein umkreisen. Aber das hat man davon, wenn man Beamte einlädt. Finger weg von dem Schwein! Ist doch wirklich eine gelungene Party, hab ich recht. Schon. Aber was ist denn mit dem Schwein passiert? Doch, wissen Sie, man steckt nicht drin. Jedes Schwein ist anders, hab ich recht? Ja, es ist ein bisschen klein geraten. Für 40 Gäste. Rex, vielleicht ein Anruf für Sie, jemand namens James. Er sagt, es sei dringend. James? Ja, das ist mein Konditor. Darf ich Sie kurz allein lassen? Sicher. Rackle, Trevor, schön, dass ihr da seid. Guten Abend, Nachbar. Guten Abend. Als die Einladung kam, dachte Trevor schon, ihr wolltet uns auf den Arm nehmen. Oh. Trevor, sieh mal, ein ganzes Schwein. Wie doch gesagt, wir lassen den Kopf dran. Hi, Tanner. Guten Abend, Mr. Rasmussen. Als Überraschung habe ich meinen Sohn Julius mitgebracht. Er hat sich gerade einen kleinen Sportwagen gekauft. Oh, das ist aber nett. Sie kennen ja Kate. Guten Abend. Hallo. Und das ist meine Tochter Lynn. Freut mich sehr. Hallo. Ich war auf keiner Party mehr, seit Dad mich das letzte Mal mitgenommen hat. Ach, was Sie nicht sagen. Ich glaube, wir sollten die beiden Kinder alleine lassen. Ich glaube vielmehr, dass Lynn genau darauf nicht viel Wert legt. Doch sie bemüht sich, eine gute Gastgeberin zu sein.
Oh, ich glaube, an ihrem Hemd klebt etwas. Oh, das ist Wachs. Bei der Arbeit ging's heute drunter und drüber. Ach, Sie arbeiten mit Wachs? Sind Sie Bildhauer? So was Ähnliches. Ich bin Leichenbestatter. Wie interessant. Naja, nicht immer. Aber heute war ein guter Tag. Ein Autobus wollte einen Zug überholen. Es gab wenig Überlebende. Tja, möchten Sie vielleicht etwas essen? Mm-mm. Willi, Willi, was sind denn das für Leute? Oh, der wartet unseren Fotokopierer. Oh. Und das ist seine Frau. Und das, ach, was weiß ich. Oh je, ich glaube, das Essen reicht nie im Leben. Oh, Rex, ist es zu spät, ein zweites Schwein zu bestellen? Ach, Mrs. Tanner, Schweine wachsen nicht auf dem Mistbeet, habe ich recht? Außerdem kommen Sie mit einem Schwein weiter, als Sie glauben. Glauben Sie mir. Vertrauen Ihr, habe ich recht? Sie sehen wirklich schick aus. Sie beide. Jetzt kommt schon, Kate. Auf so einen Abend haben wir uns 4 Jahre lang gefreut. Wenn du dich hier mal umguckst, die Leute sehen doch ganz zufrieden aus. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Oh, ich habe euren Hausmeister noch gar nicht begrüßt. Oh nein! Regentropfen, die an den Schinken klopfen! Doch sie klopfen nicht nur an den Schinken, sie weichen in Sekunden die gesamte Hawaii-Dekoration auf. Und wenig später stehen die Tanners und ihre Gäste bis auf die Haut durchnässt und ziemlich ratlos im Wohnzimmer. Ich wollte einfach nur eine Party geben. War das zu viel verlangt? Haben Sie das Schwein retten können? Das Schwein ist tot. Finden Sie sich damit ab. Tun Sie bitte, was Sie können, ja? Haben Sie nicht vielleicht irgendein Notprogramm vorbereitet? Ja, überlegen wir mal. Einige Gäste wollten noch anschließend ins Kino gehen. Ansonsten könnte ich Ihnen nur vorschlagen, dass mein Assistent die Gäste mit einer Nummer unterhält. Fein, ja, prima. Er soll loslegen. Robert, das ist deine Chance. Als Party-Service-Assistent bist du hergekommen und du kehrst zurück als Star. Mit diesen Worten reicht Mr. Savage seinem Assistenten benzingetränkte Fackeln. Und der beginnt, sie unter akrobatischen Verrenkungen um seinen Körper zu wirbeln. Willy geht ihm fast an die Gurgel. Das können Sie doch in meinem Haus nicht machen. Sind Sie wahnsinnig? Ach, kommen Sie schon, Tanner. Haben Sie denn nie Träume gehabt? Hören Sie, ich habe einige Erfahrungen mit Feuer in diesem Haus. Ich weiß, wo die Grenzen liegen. Los, machen Sie das sofort aus. Von mir aus? Gut und schön, dann bekomme ich eben meinen Weinkrampf heute Abend etwas früher als sonst. Alle Kraft zusammennehmend, schluckt Willy eine Entgegnung herunter und geht in die Küche. Just in dem Augenblick, als er ans Fenster tritt, fällt draußen ein zusammengeknotetes Betttuch und anschließend etwas Schreiendes von oben ins Gebüsch. Alf. Hast du nicht versprochen, dass du dich heute mal benimmst? Tut es sehr weh? Nur wenn ich rülpse. Au! Warum bist du bloß runtergekommen? Weil du gelogen hast. Du Lügner. Oh, das tut vielleicht weh. Ich hab dich niemals belogen. Doch, das hast du. Du hast mir versprochen, dass ich die Reste kriege, aber es gibt gar keine. Du hast mir versprochen, ich könnte von oben zusehen, aber ihr seid reingegangen. Wie konnte ich denn ahnen, dass es regnen würde? Ein guter Gastgeber weiß das. Hör zu, ich rate dir, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Du bleibst hier drin, du bleibst in der Laube und rührst dich nicht, sonst kriegst du gar nichts. Diesmal bin ich zu keinem Kompromiss bereit. Jawohl, Sir. Gut. Er lernt es nie. Autsch, au. Währenddessen geht drinnen die Party weiter. Rasmussen Junior, der Leichenbestatter, hat sich Brian als nächstes Opfer gegriffen. Glaubst du wirklich, es gibt sowas wie Zombies? Du bist auf dieser Party und da fragst du noch? Kann ich dich mal bei deiner Arbeit besuchen? Gern. Komm doch zu den Glatteisheiligen. Das ist unser höchster Feiertag. Toll. Bitte sehr. Wie geht's bei dir hier? Ich überlege gerade, ob ich mit den Gästen ins Kino gehe. Kate. Während Kate noch überlegt, kann Alf sich unbemerkt in die Küche schleichen. Besieh dir das Schwein, schnapp dir das Schwein.
Hören Sie, wenn Sie wollen, dass richtig Stimmung aufkommt, hätte ich gegen einen geringen Aufpreis ein paar Sondernummern anzubieten. Ja, gut. Was für welche? Zunächst einmal eine Parodie von Betty Davis in Baby Jane. Blanche. Was machst du mit dem Lunch? Na ja, so doll war das wohl nicht. Liebe die andere Nummer. Na schön, wie Sie wünschen. Zur Polonaise, auf, auf! Fassen wir uns alle an den Po. Hey, na, wie geht's denn, George? Ne? Ich weiß nicht, was ihr in die Bohle getan habt, aber ich schwöre, ich habe gesehen, wie sich euer Hund ein Sandwich gemacht hat. Red doch keinen Unsinn. Da kann nicht mal ein Frisbee fallen. Ach, guck mal. Das liegt bestimmt an der Stimmung hier. Mach doch bei der Polonaise mit. Ja, du hast recht. Der Film fängt ja erst in einer halben Stunde an. Ja, ja. Gott sei Dank ist George auf andere Gedanken gekommen. Doch Willy muss Alf finden, bevor Schlimmeres passiert. Wo steckt er bloß? Da öffnet sich die Küchentür und im Samba-Schritt swingt Alf hinter den anderen Gästen her und will sich als letzter an die Polonaise anhängen. Nur Willys unheilverheißende Grimassen veranlassen ihn, den Rückzug anzutreten. Auch im Samba-Schritt, versteht sich. Willy verfolgt Alf bis in die Laube. Da wird der Außerirdische, ohne viel Federlesen, an einen der hölzernen Deckenpfeiler gefesselt. Au, au, Willy, es war nicht meine Schuld. Es lag an dieser Teufelsmusik, da überkam es mich. Plötzlich loderte in mir die Flamme der Leidenschaft und ich verlangte sehnlichst nach einem kamen Miranda-Hut, dem mit dem Obst drauf. Dir kann man wirklich nicht trauen. Es ist nur zu deinem Besten. Ha! In dieser Stadt gibt es keine Laube, die sicher genug für mich wäre. Da, 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 da. Au! Ja. Wieder draußen im Garten trifft Willy auf Lynn. Oh, wie ich sehe, hast du es auch nicht mehr ausgehalten. Das kann ich verstehen. Ja, für heute habe ich wirklich genug Schwänke aus der Gruft gehört. Und wo steckt dieser Julius jetzt? Er schwafelt die älteren Gäste voll. Da gehe ich wohl besser wieder rein. Ja, gut. Übrigens, Alf liegt gefesselt in der Laube. Gut. Hi. Hi. Es ist ja doch noch ein ganz schöner Abend geworden. Wirklich sehr schön. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Ich heiße Robert. Robert und ich heiße Lynn. Dein Freund ist wirklich nett. Oh, aber der ist doch nicht mein Freund. Allah sei gepriesen. Ich wusste, das konnte nicht sein. Wir wären vielleicht zusammengeblieben, wenn er sein Piepser abgeschaltet hätte. Ich bin jetzt sozusagen ohne festen Freund. Sieht wahrscheinlich ziemlich albern aus. Nein. Männer in Uniform haben mich schon immer beeindruckt. Entschuldige bitte. Wie lange bist du schon beim Partyservice? Ach, ich helfe bei Rexpress aus. Ansonsten trete ich die meiste Zeit als Straßenkünstler auf. Kannst du noch was anderes außer jonglieren? Ich kann Gedanken lesen. Und dann hast du Julius für meinen Freund gehalten? Dann ist es damit nicht weit her. Ich habe den Gedanken gelesen, der dich das sagen ließ. Wiedersehen, George. Wiedersehen. Oh, George, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Ihr Mann hält mich für verrückt, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ihr Hund macht sich tatsächlich ein Sandwich. Der sollte im Fernsehen auftreten. Im Grunde keine schlechte Idee, aber er ist leider zu bissig. Tja, dann. Möchtest du Lynn nicht auf Wiedersehen sagen? Nein. Die ist ja negrophil. Ich möchte ein Mädchen, das sich für mich interessiert und nicht nur für meine schönen Leichen. Tja, wenn du so eine finden könntest. Gute Nacht. Sie haben noch meine Karte, oder? Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie da waren. Es war nett, schade um den Teppich. Aber Julius hat zum ersten Mal Bloody Mary getrunken. Ach, das macht doch nichts. Wir sehen uns Montag. Glaubst du, die Leute haben sich amüsiert? Naja, Hauptsache, wir haben jetzt wieder 4 Jahre Ruhe. So, wir haben jetzt alle Spuren wieder beseitigt. Danke nochmal für den Auftrag. Ach, und wenn mein ungezogener Konditor anruft, können Sie ihm ausrichten, er soll tot umfallen. Habe ich recht? Komm jetzt, Robert. Gute Nacht. Ich rufe an. Ich nehme ab. Und ich kotze. Wie bist du aus der Laube rausgekommen?
Ich glaube, du solltest dich jetzt daran erinnern, wie viel Spaß du gehabt hast, das Ding zu bauen. Und du solltest niemals deine pazifistischen Ideale verleugnen. Was ist mit der Laube passiert? Davon ist nichts mehr übrig. Jetzt geleitet mich zu meinem Schwein. Davon ist auch nichts mehr übrig. Was? Hörst du schwer? Es gibt keine Reste. Das Schwein ist alle. Bda, bda, bda. Das wär's für heute, Leute. Ach toll. Prima. Umwerfend. Wenn ihr das nächste Mal feiert, solltet ihr nur noch Leute einladen, die koscher essen. Tage später ist wieder der Alltag bei den Tenners eingezogen und die chaotische Party ist fast vergessen, als... Oh, hört mal, hier bedankt sich wer. Ach ja? Ja, Pat und Cecile. Sie schreiben, sie hätten sich prima amüsiert. Oh, wie aufmerksam von Ihnen. Wer ist Pat und Cecile? Ich weiß nicht, ich dachte, du kennst sie. Na, dann habt ihr die 1200 Dollar ja wirklich gut angelegt. Robert hat die süßeste Art, sich mit einem Mädchen zu verabreden. Wie schön. Was hat er gesagt? Er sagte, am Strand war total tote Hose. Lädst du mich ins Kino ein? Wenn du dich geschickt anstellst, darfst du ihn das nächste Mal zum Essen einladen. Alf, zu einer Beziehung gehört mehr als nur Geld. Ja, aber vielleicht solltest du das nicht unbedingt in Gegenwart deiner Eltern breitwalzen. Ach, habe ich was gesagt? Es ist ein Abend wie tausend andere im Hause der Tenners. Kate und Willy haben sich ins Sofa gekuschelt und sehen fern, und Alf hockt am Fußboden, verdrückt Unmengen von Popcorn und wirft ab und zu, leicht angewidert, einen Blick auf den Conferencier der Show. Ich bin stolz, Ihnen heute einen besonderen Komiker präsentieren zu können. Gerade zurück von seiner Gefängnistournee, Larry Slotkin. Larry Slotkin! Vielen Dank, Seth. Die Polyesterjacke steht dir wirklich gut. Nee, das finde ich nicht. Mit diesen Worten stellt Alf den Fernseher ab. Aus ihrem Lachen gerissen, drehen sich Kate und Willy zu ihm herum. Oh, das tut mir leid. Wolltet ihr das sehen? Nein, wir sitzen hier bloß rum und wärmen die Sofakissen. Also, ich finde, mit der Nummer ist Kate besser. Alf, wir mögen diese Sendung. Wir finden sie komisch. Jetzt hör aber auf. Vor die Knastbrüder kannst du doch jeden hinstellen und die biegen sich vor Lachen. Besonders in Kanada. Ich bin komischer als all die Typen, die da auftreten. Das bist du nicht. Dann pass mal auf. Ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Atheist treffen sich in einer Bar. Du bist komisch, aber erzähl uns den nicht nochmal. Freunde sagen immer, dass du komisch bist, auch wenn du es nicht bist, wie du gerade gesehen hast. Nein, ein guter Komiker wirst du erst nach Jahren harter Arbeit und großen persönlichen Opfern. Also von großen Opfern habe ich keine Ahnung. Aber um harte Arbeit habe ich mich noch nie herumgedrückt. Ha, ha, ha. Seht ihr? Schon lacht ihr. Das kurze Gespräch hat Alf zu denken gegeben. Er beschließt, seine Karriere ganz gezielt in Angriff zu nehmen. Und deshalb eines Morgens auf dem Dachboden... Alf, es ist jetzt 1 Uhr in der Früh. Bitte stör mich jetzt nicht. Willst du die ganze Nacht durchtippen? Wo du gerade mal da bist. Ich habe hier ein paar echt irre Witze geschrieben. Wenn ich die bringe, kriegen die Leute alle Lachkrämpfe. Ich bin jetzt wirklich nicht in der geeigneten Stimmung. Aber bitte, bringen wir es hinter uns. Gut, setz dich besser hin. War jemand von euch schon mal in einem Fastfood-Restaurant? Auf dem Mellmark waren sie eine Katastrophe. Wenn man seine Katze besonders knackig wollte, kriegte man eine mit Gelenkrheumatismus. Alf, ich gebe dir einen Rat. Versuch's mal mit einem anderen Job, was in deinem Fall nur so eine Redensart ist. Ja, als ob der eine Ahnung von Humor hätte. Ich bin schon witzig, bin ich. Ich könnte ein Komiker sein. Ich bin witzig. Ich bin zum Totlachen. Ich bin witzig. Immer und immer wieder murmelt Alf diese Worte vor sich hin. Dann schläft er ein,
den Kopf auf der Schreibmaschine. Das nächste, das er wahrnimmt, ist der begeisterte Applaus eines Nachwuchswettbewerbs. Gesucht werden junge Komiker. Wollt ihr einen saustarken Witz hören? Ja! Ich habe mir gerade einen neuen Wagen gekauft. Er ist nicht wirklich. Hallo, ich bin Alf. Der umwerfendste Komiker hier im Laden. Ich soll vor dem Fettsack auf die Bühne. Oh, Verzeihung. Oh, Verzeihung ist gut. Es war der Fettkloß, der da neben Alf hinter dem Bühnenvorhang steht und vor Lampenfieber zittert. Mein Name ist Howie Anderson. Ich schwitze, wenn ich nervös bin. Ich hoffe, die Bühne hat einen guten Abfluss. Das ist das erste Mal, dass ich auftrete. Mir flattern die Nerven. Jetzt fall aber bloß nicht in Ohnmacht. Ich weiß, du fängst auch gerade erst an. Aber echt komisch. Du wirkst jetzt schon wie ein abgebrühter Star. Kannst du mir vielleicht irgendwelche Tipps geben? Ich, an deiner Stelle, Baby, würde meinen Bauchumfang voll rausbringen. Den Bauchumfang? Ja, das könnte hinhauen. Danke. Ach, gar nicht der Rede wert. Du hast eben Glück. Ich sehe leider viel zu normal aus, als dass ich das einsetzen könnte. Okay, und jetzt ist es mir eine Freude, Ihnen einen weiteren Newcomer anzukündigen. Er arbeitet unter dem Namen Gordon Alf Shumway. Vielen Dank, Sid. Jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt. Also, war jemand von euch schon mal in einem Fastfood-Restaurant? Auf dem Mellmark waren sie eine Katastrophe. Wenn man seine Katze besonders knackig wollte, kriegte man eine mit Gelenkrheumatismus. Wisst ihr, dass die Nationalbibliothek von Mellmark abgebrannt ist? Verbrannt sind beide Bücher. Und das zweite war noch nicht mal ausgemalt. Also ich kann Ihnen sagen, die Frauen, habe ich nicht recht? Da ist zum Beispiel meine Freundin Rhonda. Ich konnte immer merken, wenn sie sauer war, an der Art, wie sich ihr Fell am Hintern sträubte. Gordon, ich muss dich unterbrechen. Ich meine, ich leite Comedy-Clubs schon seit ewig. Aber du hast die Comedy für Amerika wirklich neu erfunden. Bevor du mit deiner Nummer weitermachst, habe ich hier jemanden, der darauf brennt, dich kennenzulernen. Brendan Tartikoff. Also begrüße ihn. Brendan wie? Tartikoff. Ich bin Programmdirektor bei NBB. Ah, Brendan. Die Leute warten auf mich. Schon gut, schon gut, schon gut. Also gleich zur Sache. Sie sind umwerfend komisch. Wir würden Ihnen gerne bei uns eine eigene Comedy-Show geben. Also ich weiß nicht, Fernsehen? Ich dachte eigentlich, beim Film Karriere zu machen. Ja, vielleicht als Rambo 8. Hören Sie, Alf, wir erfüllen alle Ihre Bedingungen, damit Sie für uns arbeiten. Im Ernst, wir brauchen Sie. Na, das kann ich mir gut vorstellen bei dem drögen Programm. Also, was ist? Machen Sie mit? Nein, und das nächste Mal wenden Sie sich an meinen Agenten. Sie sind lang genug im Geschäft, um zu wissen, wie das läuft. Sie haben recht, es tut mir leid, ich bin zu weit gegangen. Hey, wie ist denn der hier reingekommen? Gibt's hier keine Gesichtskontrolle? Kommt jetzt, Leute. Als Alfs Auftritt vorbei ist, erwarten ihn die Tenners am Bühnenausgang. Alf, du warst wunderbar. Ich musste meine Nägel in die Armlehne graben, um nicht vor Lachen zu brüllen. Willi, eines Tages wirst du noch explodieren. Alf, du hast die Comedy für Amerika echt neu erfunden. Es ist unglaublich, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich weiß, dass ich mich sehr häufig irre, aber so schlimm war es noch nie. Es ist ja schon gut. So viel erwarte ich gar nicht von dir. Oh, Alf, kannst du nicht mal mit mir ausgehen? Dann würden den coolen Typen aber die Augen ausfallen. Kommt drauf an. Was springt für mich dabei raus? Na ja, du würdest sie alle glücklich machen. Nein, wirklich? Die Tage vergehen, Alfs Berühmtheitsgrad schnellt steil nach oben und die Presse überschlägt sich. Alf gibt Vorstellung im Weißen Haus. Kandidiert Alf 1992? Hochzeitsglocken für Alf und Robin Givens? Lauten die Schlagzeilen. Die Tenners haben alle Hände voll zu tun, die Post ihres berühmten Familienmitgliedes zu bearbeiten.
Hier schreibt dir ein Mann aus Texas. Er nennt dich ein Genie und das hat er sogar auf den Umschlag geschrieben. Guck nach, ob Geld drin ist und wirf den Brief weg. Die Macher von Charles ist der Boss hinterm Apparat. Sie bitten dich, regelmäßig in ihrer Show aufzutreten. Sag ihnen, wenn sie Scott Bio feuern und die Show Alf ist der Boss nennen, denke ich mal darüber nach. In Ordnung, danke, Alf. Hören Sie. Barbara Walters ist am Apparat. Nimmst du an ihrer Oscar-Verleihungsgala teil? Bin ich der einzige Gast? Nein, Marlon Brando und Margaret Thatcher sind auch eingeladen. Abgelehnt. Ach, hört er das niemals auf. Ich brauche meine Ruhe. Alf, müssen wir wieder in die Küche gehen? Du weißt doch, was ich gehört. Hm? Es ist Mrs. Ogmonick. Bleibt! Wo habt ihr ihn versteckt? Oh, da ist er ja. Schon bei ihrem Anblick platze ich vor Lachen. Da sage ich mal danke gleichfalls. Oh, Mr. Shambi, wären Sie so freundlich, zu unserem Brettstuhl rüberzukommen? Wir alle himmeln Sie an. Vor ein paar Wochen noch hätte ich zusagen können, aber jetzt habe ich was Besseres vor. Sein Humor ist wirklich göttlich. Könnte ich wenigstens ein Autogrammbildchen von Ihnen haben? Brian, ich persönlich gebe keine Autogramme. Aber ich werde das Foto für Sie berühren. Vielen Dank, Mr. Shambi. Nichts zu danken. Durchsuch sie nach Geld und schmeiß sie raus. Oh, er hat für mich improvisiert. Oh, ich hoffe, ich darf bald wiederkommen. Ich rufe auch vorher an. Also, ich gehe jetzt zur Rennbahn. Ich werde jetzt mal ein paar Tüten vor meiner Knete verpulvern. Aber was ist mit dem Ehren-Oscar für dein Lebenswerk, der dir heute Abend verliehen wird? Wolltest du nicht noch eine Dankrede dafür vorbereiten? Ich improvisiere. Oh, und tragt es mir nicht nach, dass ich euch zu der Feier nicht eingeladen habe. Ihr wisst ja warum. Weil wir mal gesagt haben, du wärst komisch. So ist es. Und jetzt geht auf euren Platz. In die Garage. Und lasst die Finger von meinen Sachen. Am Abend bei der Verleihung des Ehren-Oscars? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Heute Abend wird der Preis des Publikums an einen Mann verliehen, der ein Gebiet der Unterhaltung, der Comedy, revolutioniert hat. Gordon Alf Shambi hat eine ganze Ära der Komik geprägt, die jetzt schon 3 Tage lang andauert. Leider muss ich Ihnen sagen, dass Gordon noch nicht bei uns eingetroffen ist. Aber er hat von seinem Autotelefon aus an... Man signalisiert mir, Gordon hat das Gebäude betreten. Vielen Dank. Dankeschön. Na, moderierst du immer noch die Wetterkarte? Könnte es sein, dass Sie mich mit jemandem verwechseln? Oh, das tut mir wirklich leid. Aber er sieht doch ganz so aus wie ein Wetterfrosch, oder? Auf deinem Platz, Kleiner. Mach einen Abgang. Oh, oh, oh. Dieser Ton kommt weder beim Moderator noch beim Publikum gut an. Alf, pass auf. Also, ich bin ja kein großer Redner, aber ich bin ein beliebter Entertainer. Also mache ich das, was ich am besten kann. Ich lasse ein paar Witze ab. Aha. War jemand von euch schon mal in einem Fastfood-Restaurant? Auf dem Mellmark waren sie eine Katastrophe. Wenn man seine Katze sehr knackig haben wollte, kriegte man eine mit Gelenkrheuma. Knicker, knacker, bing, bing. Hey, Gordon, erzähl doch mal was Neues. Was Neues? Ja, irgendwas, was du nicht schon 100 Mal erzählt hast. Ach so, ihr wollt etwas Neues hören? Na sicher. Ha, habt ihr eigentlich gehört, dass die Nationalbibliothek von Mellmark abgebrannt ist? Ja, und beide Bücher sind verbrannt. Okay, okay. Sagt halt, wenn ihr den schon kennt. Halt! 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 Zusammengeknüllte Programmhefte werden auf das Rednerpult geschleudert, die ersten Gäste verlassen den Saal und der Moderator nimmt mit einem geringschätzigen Seitenblick auf Alf die Trophäe wieder an sich. Das ist der Lohn dafür, dass ich euch die besten 3 Tage meines Lebens geopfert habe. Idioten! Bringt das Showbusiness in Verlegenheit. Alf bekommt doch nicht den Publikumspreis. Gibbons sagt, der Nächste bitte.
So lauten die Schlagzeilen der nächsten Tage. Und Alf spürt, wie schnell man im Showbusiness wieder ganz unten sein kann und wie schnell einen die Menschen dann vergessen. Sagen Sie bitte Miss Walters, dass ich jetzt bereit wäre, bei Ihrer Show mitzumachen. Mein Name ist Alf. A-L-F. Also vor ein paar Tagen war ich noch ein Superstar. Sie wissen ganz genau, dass ich nicht dahin gehe, wo der Pfeffer wächst. Spinne ich vielleicht? Oder ist meine Karriere wirklich im Eimer? Alf, Woody Allen hat angerufen. Er meinte, seit er dich gesehen hat, wüsste er, warum er nie für das Fernsehen arbeiten wird. Im Ernst? Sowas hat Woody über mich gesagt? Hör doch auf. Du bist weg vom Fenster. Nein, ich bin bestimmt nicht weg vom Fenster. Noch nicht. Alf, ist es möglich, dass du jetzt so lange berühmt bist, wie es dir bestimmt war? Andy Warhol hat gesagt, jeder könnte berühmt sein für eine Viertelstunde. Aber ich will mehr als 15 Minuten berühmt sein. Sogar unser Präsident hat 4 Jahre Zeit, um Mist zu bauen. Zehn Jahre später, irgendwo in der Provinz. In einer düsteren Kaschemme sitzt ein drittklassiges Publikum und lacht über ein viertklassiges Programm. Rudolf und seine wirbelnden Teller. Conference Gordon Al Shumway. Die Zeit ist um, jetzt bin ich dran. Na los. Ja, schon gut, schon gut. Hören Sie besser auf damit, sonst gibt's eine Zugabe. Also, ich habe ein paar Ankündigungen zu machen. Bingo beginnt erst um 7 Uhr, nicht um 6. Zweitens, wenn jemand nochmal das F von der Tafel nimmt, dann gibt's Ärger. Ich bin Alf, nicht Aal. Also, wart ihr schon mal in einem Fastfood-Restaurant? Auf dem Mailmarkt waren sie eine Katastrophe. Wenn man seine Katze besonders knackig wollte, kriegte man eine mit Gelenkrheuma. Null Problemo. Kurze Unterbrechung. Ich werde jetzt mal eben aus der Rolle fallen, um etwas klarzustellen. Ich erzähle dir Witze. Sie waren schon vor 10 Jahren komisch. Sie sind es auch heute noch. Also sollten Sie hin und wieder lachen. Ich mache jetzt weiter. Haben Sie schon gehört, dass die Nationalbibliothek von Melmark angeht? Hey, 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 Barkeeper, einen Moment mal. Ich bin mitten in meiner Nummer. Wir wollen aber viel lieber dem Mixer zuhören. Wo bleibt denn der Drink für meine Frau? Hey, wenn ich fertig bin, kriegt sie von mir ein Fass. Was wollen Sie denn damit sagen? Das war ein Witz. Bin ich denn der Einzige hier, der einen Funken Humor hat? Soll das vielleicht komisch sein? Ich weiß, das ist zu hoch für Sie. Ihr Grips reicht gerade mal bis an die Bartheke. Das reicht. Ich nehme Ihnen jetzt das Mikrofon ab und dann werde ich ihn... Hey, wenn es hier eine Schlägerei gibt, schmeiß ich dich raus. Ja, geben Sie es ihm. Ich spreche mit dir, Shumway. Du gehst jetzt zu Tisch 4 und wisch die Kotze auf. Hey, Mr. Polnjakov, es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht tue. Gut, dann bist du gefeuert. Allerdings gehört das Aufwischen von Kotze nicht dazu. Hey, da ist ja Howie Anderson, die Witzbombe. Howie? Howie Anderson? Das ist doch der Fettkloß von damals. Hey, lass doch ein paar Witze los, Howie. Oh, ich bin doch nur Gast hier. Also eigentlich wollte ich nicht auftreten, aber wenn Sie darauf bestehen... Gut. Ich habe jetzt morgens Aerobikstunden, bringen wir es also hinter uns. Das heißt, eigentlich habe ich gar keine Zeit für Aerobik wegen meiner Hobbys. Ich liebe Buffets mit unbegrenztem Nachschlag, das ist eins von meinen Hobbys. Aber nicht wegen des Essens. Ich erschrecke nur die Kellner so gern. Denn kaum habe ich bei ihnen bestellt, gaffen sie mich an, als wollte ich für 5,99 das ganze Buffet verdrücken. Und nur weil die so glotzen, gehe ich dahin. Wenn ich komme, kicke ich die Tür auf und brülle, hab ich Kohldampf! Hab ich Kohldampf! Ja, wenn ich so fett wäre, würdet ihr über mich auch lachen. Diese beleidigte Stimme kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Nein, es gibt viele Leute, die so aussehen wie ich. Du bist Alf. Wir haben zusammen angefangen. Komiker der ganzen Welt stehen in seiner Schuld. Wenn wir müde sind oder faul,
und überheblich. Dann fragen wir uns, sollen wir so enden wie Alf? Und schon reißen wir uns zusammen. Vielen Dank, Alf. Ach, halt die Klappe. Die Vorstellung ist vorbei, die Gäste sind fort. Alf starrt müde auf die Reihe leerer Cocktailgläser vor sich auf der Theke, als die Tür aufgeht und die Tenners hereinkommen. Vielleicht kann er uns sagen, wo Alf ist. Verzeihen Sie, mein Herr. Hey, was macht ihr denn hier? Alf, das ist vielleicht eine Überraschung. 10 Jahre sind es jetzt hier. Wie geht es dir? Großartig. Es könnte nicht besser gehen. Alf. Ach das. Das ist ein neuer Sketch, an dem ich arbeite. Passt auf, es ist ein Spuckwitz. Ihr lacht euch scheckig. Bitte nicht. Hör auf damit. Wir wissen, dass du die letzten 10 Jahre hier gearbeitet hast. Warum hast du uns nie angerufen, Alf? Ich habe auch meinen Stolz. Schließlich ist Lynn Produzentin geworden. Und Brian hat sogar eine eigene Fernsehserie. Da dachte ich, ihr würdet annehmen, ich will was von euch. Ach was, wir hätten uns über deinen Anruf gefreut. Im Ernst? Hey, Bri, ist für mich ein Gastauftritt in deiner Serie drin? Ich kann da nicht viel tun, Alf. Ich heiße Alf, Brian. Ruf das Besetzungsbüro meiner Serie an. Wenn du deinen Dachboden wieder haben willst, Alf, hör bitte auf damit, Willy. Hey, ich habe schon eine Menge über die MGM Lynn Studios gehört. Du hast es echt geschafft. Dankeschön. Ich hatte einfach keine Lust mehr, die Tippse zu spielen. Kann ich bei einem Film mitspielen? Ich würde auch den Badeschwamm in Bo Derricks Whirlpool spielen. Schade, die Rolle ist schon vergeben. Tut mir leid. Eric, wo steckt Eric? Eric? Tja, Eric hat jetzt viel zu tun, seit er für Sylvester Stallone eingesprungen ist. Nein, sprich bitte diesen Satz nicht zu Ende. Es reicht. Willy, hast du vorher nicht gesagt, ich könnte meinen Dachboden wieder haben? Wenn du wieder bei uns einziehen willst, Alf, würde uns das freuen. Oh, meinst du das ernst, amigo mio? Gehen wir jetzt nach Hause, Alf. Henry! Willst du hier die Flatter machen? Ich werde ins San Fernando Valley zurückgehen, wo die Leute mich komisch finden. Wir finden dich nicht komisch. Jetzt stell dich nicht an. Du gehörst hierher. Ab jetzt gibt es auch Gage. Tatsächlich? Hör nicht auf ihn, Alf. Der hat ja bloß einen schäbigen Nachtclub zu bieten, in dem du für ihn den Idioten spielen darfst. Und 4 Mäuse die Stunde einschiebst. Du kannst dich doch von ihm nicht so grenzenlos demütigen lassen. Du kriegst sogar von mir dein F wieder. Geh ihm nicht auf den Leim, Alf. Komm mit uns nach Hause. Was? Und meine Star-Karriere sausen lassen? Ha! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich war komisch. Ich war komisch. Ich Alf, war komisch. Oh, was ist denn passiert? Oh, ich war... Oh, ach, Willy. Ich hatte einen Albtraum. Ich war Komiker in einer Show und dafür musste ich Kotze aufwischen. Hör zu, ich werde meine Laufbahn als Komiker abbrechen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht. Oh, wir haben verkraftet, dass du Dirty Dancing aufgegeben hast. Wir kommen noch darüber weg. Danke. Mir ist einfach klar geworden, ich sehe zu gut aus, um komisch zu sein. Danke. Was? Du weißt, was ich meine. Das Frühstück ist in einer Viertelstunde fertig. Und dazu brauchst du Kohldampf! Kohldampf! Beeil dich, die Brian-Show fängt gleich an. Nein! 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 Boah! Puh. Was denn? Also gehörte auch diese letzte Szene noch zu seinem Traum? Oh, na Gott sei Dank. Das hätte auch noch gefehlt, dass Kate und Willy Zeugen seiner größten Niederlage gewesen wären. Ein kleiner Trost allerdings ist Alf geblieben, wenn auch nur im Traum. Immerhin hat Woody Allen mich gemocht. Als Komiker höre ich jetzt auf. Ich glaube, ich jongliere lieber mit Tellern. Genau. Genau.